Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Zombie-Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf der Map die Maschine alle vier elementaren Wunderwaffen-Aufsätze herstellt. Was ihr dafür braucht, ist erstmal die normale Wunderwaffe, die ihr entweder free bekommt oder aus der Kiste. Und ihr müsst das Easter Egg schon so weit haben, dass ihr das Tagebuch gemacht habt. Wenn ihr das Tagebuch gemacht habt, spawnt hier unten direkt diese Anomalie. Ihr müsst unbedingt diese Anomalie benutzen, Leute, die ich jetzt genommen habe, unterm Packer Punch, weil sonst klappt das Ganze nicht. Und dann müsst ihr gelbe Kristalle aufsammeln. Wenn ihr eure Wunderwaffe voll ist, schießt einmal, weil sonst könnt ihr nicht aufsaugen, dann könnt ihr das aufsaugen hier. Die erste Location ist links vom Juggernaut. Das ist für die Elektrowaffe übrigens, Leute. Wenn ihr das dann aufgesaugt habt, dann müsst ihr euch wieder zurückbegeben nach unten. Dort, wo ihr die Anomalie benutzt habt, rechts davon ist eine kleine Kiste. Und da müsst ihr dann diesen Aufsatz gegenschießen. Falls ihr vorher irgendwo hinschießt, Leute, dann verschwindet dieser Aufsatz und ihr müsst das Ganze nochmal neu machen. So, einmal gegenschießen und fertig. Falls ihr das nicht bei der ersten Anomalie schafft, kein Problem. Levelt ein bisschen. Nach ein, zwei Runden spawnt dann die Anomalie wieder und ihr könnt es wieder machen. Der zweite Spot ist bei der Selbstwiederbelebung beim Teich gegenüber. Und der dritte Spot befindet sich beim Penthouse oben, neben der Perk-Maschine. So, wenn ihr dann alle drei Teile habt, einfach gegen die Kiste schießen und ihr könnt eure Elektrowaffe aufrüsten. Meiner Meinung nach die beste Wunderwaffe von allen vielen. So, kommen wir nun zu Nova 5, der Giftwunderwaffe. Ihr geht wieder zum Penthouse, nach oben, dann nach rechts und dort seht ihr eine goldene Flasche. Die könnt ihr aufsaugen. Die fliegt dann zu euch rüber, hebt dann auf. So, und ihr begebt euch zum Waffenlabor unter der Rakete und da habt ihr einen Spot in der Ecke. Da könnt ihr ihn einsetzen. Was ihr jetzt machen müsst, ihr müsst die Flasche aufladen, Leute. Und das geht, indem ihr eine Munitionsrunde habt und den grünen Nebel von den Hunden bekommt. Also einfach warten, bis die Munitionsrunde da ist. Daneben stellen und Hunde töten. Und es lädt sich dann auf. Ihr braucht auch nicht viele Hunde, so 200, 300, das reicht. Wenn ihr das aufgeladen habt, dann einfach die Flasche wieder rausnehmen. Und ihr begebt euch dann wieder zur Absturzstelle und da ist eine Kiste. Dort platziert ihr sie drauf und schießt einfach dagegen und die Kiste öffnet sich. Nun könnt ihr eure Nova 5 aufrüsten, beziehungsweise eure Giftwaffe. Und ja, also ich finde die jetzt nicht so stark. Die schießt halt Kugeln ab, die halt, wodurch Nebel entsteht und im Nebel kriegen die Zombies auch Damage, aber die Elektrowaffe ist viel, viel besser. Vor allem fürs Easter Egg. So, jetzt die dritte Waffe, Leute. Hier bei der Abschussstelle am Cockpit, wenn ihr da drunter schaut, dann seht ihr da eine Kiste. Diese Kiste könnt ihr einfach aufschießen und nun müsst ihr das Teil, was da drin ist, rausnehmen. Wie ihr das macht, ganz einfach, ihr benutzt eine Anomalie. Weil sobald ihr die Anomalie benutzt habt, fängt das Teil an zu schweben und ihr könnt einfach ganz ruhig da drunter und die Sicherung da rausnehmen. So, wie ihr seht, fängt das Teil jetzt langsam an zu schweben und ich kann das Teil hier rausnehmen. So. Wenn ihr das Teil rausgenommen habt, Leute, ist es ganz wichtig, dass ihr unbedingt die Anomalie am Teich benutzt, weil sonst klappt das nicht. Also bei jeder Wunderwaffe müsst ihr halt die eigene Anomalie benutzen, weil sonst findet ihr die Spots nicht, beziehungsweise die Spawn nicht. Wenn ihr die Anomalie dann benutzt habt, geht ihr zurück zum Waffenlabor und dort spawnt dann so ein kleiner Laser mit der Kiste. Dort drückt ihr einmal und wie ihr seht, das lasert die Kiste auf. Jetzt verschwindet die Anomalie und diese Kiste spawnt beim Teich hinter dem Wagen. Einfach hingehen, die Kiste öffnen und ihr habt euren Thermo- bzw. Feueraufsatz. So, und die letzte Waffe, die Kryo, die Eiswaffe, müsst ihr wieder zum Penthouse. Dort seht ihr jetzt gegenüber eine Kiste. Da schießt ihr einmal gegen, Leute. Und auf der anderen Seite ist jetzt ein Glas, was aus der Kiste gefallen ist. So, was ihr jetzt braucht, ist ein Megatron.
Ein kleiner Tipp, ihr könnt das auch beim ersten Spawn des Megatrons machen. Und zwar muss dieser Megatron sein Gift gegen diesen Pilz an diesem Baum am Teich schießen. Wenn er das gemacht hat, dann leuchtet der blau und es kommt eine kleine Ansage und es ist fertig. Jetzt könnt ihr an diesem Baum euer Glas platzieren. Genau, ihr platziert jetzt euer Glas hier und dann muss einfach ein bisschen Zeit vergehen. Spielt einfach ein bisschen, lauft ein bisschen durch die Map und guckt immer zwischendurch, ob das Glas voll ist. Ihr erkennt das, dass es voll ist, weil das Glas dann aufleuchtet. Ist kaum zu übersehen, Leute. So, ich muss mal kurz hier weg. Okay. Ich schaue jetzt mal nach und das Glas ist voll. Wenn das Glas voll ist, nehmt ihr es einfach mit und begebt euch in die Krankenstation. Dort habt ihr hinten in der Ecke eine Kiste und dann frieren die Ketten ein und gehen kaputt und ihr könnt euren Aufsatz benutzen. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, falls ich euch helfen konnte, schreibt mir doch in die Kommentare, lasst ein Like da. Und für all die, die doch kein Abo bei mir sind, können das gerne an dieser Stelle ändern. Ansonsten, ciao und bis zum nächsten Mal.